So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Der letzte Part hat erst super sinnlos angefangen. Wir sind 20 Minuten in der Luft rumgeirrt. Und das Ende war einfach ultra episch. Oh mein Gott, die Erinnerung in diesem Ding hier. Faszinierend. Und jetzt habe ich endlich verstanden, wie diese Teile funktionieren. So, was wir jetzt als nächstes machen ist, ach so, falls mich jemand nicht kennt. Ich sage das meistens am Anfang von jedem Part. Infos zum Let's Play sind in der Beschreibung. Das Ganze ist blind und ungeschnitten, was man am letzten Part gemerkt hat. Ne? Jeder, der jetzt so seine Part schneiden würde, hätte zum Beispiel diesen Flugteil am Anfang, diese 20 Minuten, wo ich halt da rumprobiert habe, am Ende rausgeschnitten. So, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber erstens habe ich nicht die Zeit dafür und zweitens auch nicht die Lust. Aber es ist vor allem die Zeit, es ist weniger die Lust. Ich habe einfach keine Zeit für sowas. So. Also die Eisexalfos-Dinger, ne, die geben richtig krasse Energie bei, also richtig krassen Zusatz als Waffe. Das ist voll krass. Jetzt gehen wir schnell zu dem Schrein hier, dass der auch mal ausgelöst ist. Und dann wollte ich mich jetzt in dem Part noch ein bisschen im Ornidorf umgucken, bevor ich die Aufnahmesession beende. Ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Es ist schlimm. Aber ja, war jetzt leider doch mal wieder notwendig. Ach, geht mir nicht auf die Nerven. Aber wir halten halt noch so wenig insgesamt aus. Das liegt zum einen natürlich an der Kleidung, die nicht gelevelt ist. Das ist klar. Habe ich das alles hier schon fotografiert? Ah, der Knochen noch nicht. Siehst du? Wieder was fotografiert. Sehr gut. Ich heule übrigens. Ich heule, wenn das irgendwann alles nicht notwendig ist, diese Fotos. Aber es war im letzten Zelda, war es notwendig, das alles zu fotografieren. Da hat es was gebracht. Ich hoffe, hier bringt es auch was. Ansonsten werde ich ein bisschen sauer sein. Wenn ich das am Ende alles umsonst machen sollte. Aber davon gehe ich nicht aus, wie gesagt. Ach so. Nur ein Stein. So, da ist der Schrein. Da wollen wir hoch. Ach komm. Die Frage ist jetzt, ist hier was Spannendes drin oder ist es einfach nur eingefroren? Man sieht's. Dieses Gepfeife. Man sieht's nicht, ne? Okay, aber ich wollte eh mal was ausprobieren. Es hieß ja die ganze Zeit so, hey, ne, und bla bla bla, mit diesen Röstkastar, mit diesen Hyrule-Dingern kannst du voll krass Feuer machen. So, das probieren wir jetzt aus. Wir hauen jetzt hier mal einen Holzpflock hin. Wo sind sie denn? Da. So. Zack. Hä? So, dann machen wir mal Feuer. Okay, das reicht auch so. Okay, das reicht auch so. Ich dachte, ich kann jetzt das noch beschleunigen, aber das geht auch so schon los. Okay, wenn wir eh schon ein Feuer haben. Wo sind die Dinger jetzt? Wo sind jetzt diese Kastanien?
nicht Kastanien, die Tannenzapfen waren. Ah, hier, 13. Wird es ins Feuer geworfen, lässt es auflaufen. Ich will das mal sehen, was da passiert. Ich will es jetzt mal sehen. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Oh, mit Wind! Okay, das ist quasi Rivalis Sturm. Also, so in etwa, ne? So, wo willst du? Wohin willst du? Wohin willst du? Wo ist er? Hä, aber ist das nicht einfach nur ein normaler Weg? Oje. Ich ahne Böses. Kümmern wir uns gleich drum. Erst schreien. Erst schreien. Ach so. Oh nee. Oh, kann ich den irgendwie austricksen? Oh nee. Geht's hier vielleicht? Ach komm schon, lass dich austricksen. Oh nee. Ist da irgendwo ein Vorsprung? Nein. Ah, das ist aber ein Krog. Ach komm, das ist frech. Mir wird hier gar kein Erfolg gegönnt. Ach, so ein Müll. Na gut. Okay, dann muss ich hier eh ein Feuerchen machen. Ah, das ist jetzt natürlich dumm. Jetzt habe ich das gerade unten gemacht, jetzt kann ich es gleich nochmal machen und meine Materialien verschwenden. Naja, was soll's. Was soll's. Es ist, wie es ist. Wait, da ist was drin. Oder sieht es nur so aus? Da ist was drin. Was ist da drin? Okay, wir machen auf jeden Fall den hier auf. Okay, dann machen wir jetzt nochmal Feuerchen. Kannst du bitte hier oben bleiben, Feuerchen? Sehr schön. Geht doch. So. Ich bin so ein Trottel. Okay, zum Glück ist er nicht. Oh mein Gott. Ich bin so ein Trottel. So. Wir wollen Feuer werfen. Mit Chili geht's nicht, ne? Nee. Ich brauche die Feuerfrucht. Da. Aber ich habe nur noch 13. Das ist nicht gut. Ich brauche mehr Feuerfrüchte. Oh, ein Gegner! Das ist jetzt passiert, ne? Das ist jetzt passiert. Ach nee, jetzt starte ich hier. Ach komm. Ha. Wow. Wow. 9 Minuten. Wir sind wieder am Start des Parts. Habe ich irgendwas Wichtiges gemacht, was ich jetzt nachholen muss? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich nichts Wichtiges gemacht habe, was ich jetzt nachholen müsste.
Ich kann einfach direkt zum Schrein laufen, korrekt? Ich meine, ich habe diese Stahlviecher fotografiert, aber das ist ja nicht... Mein Gott! Das ist ja nicht weiter wichtig. Oh, du nervst, ne? Okay, pass auf. Reise 2. Da habe ich den schon mal fotografiert. Ja. Kann ich eh nicht mitnehmen, ne? Nee. Aber ist der ganz? Nee, der ist auch schon zersetzt, gell? Ja, der ist auch zersetzt, okay. Dann kriegen wir immerhin das Foto jetzt wieder von dem Bock mit den Knochen. Ist doch auch schön. So, zack. Oh Mann. Sowas Unnötiges. Ohne Witz. Da war da einfach ein Gegner drin. Hast du Worte? Hast du Worte für sowas? So. Dann holen wir uns natürlich das Geflügel jetzt hier drin wieder. Was es war? Irgendwas zum Essen war es. So. Also. Einmal der hier. Und einmal. Der hier. Jetzt hoffe ich. Dass mich das bis zum Schrein hochbringt. Hat gut funktioniert mit bis zum Schrein bringen. Hat richtig gut funktioniert. Geht mir nicht auf den Keks. Da ist er wieder. So. Das ist vorhin nicht passiert. Die Dinger, die einfach random runterfallen. Irgendwie ist es krass. Irgendwie ist es krass, dass die einfach random runterfallen können. Aber hat was. So rein atmosphärisch gesehen jetzt. So, diesmal speichere ich, bevor ich das Feuer mache. So, und wir machen nochmal das Foto von den tollen Bockblindknochen. Das war's nicht. Das war's. So, und das war jetzt das letzte Mal, dass wir hierher gelaufen sind. Ey, ich bin so eine Pflaume. Es ist unfassbar. So, speichern. Genau hier und jetzt speichern. So.
Okay, nein. Nein. Ah, wobei, doch. Das müsste doch genauso funktionieren. Er wusste, da ist das Holz. So. Und jetzt machen wir mit den Tannenzapfen noch Aufwind. Ich hoffe, das reicht aus. Wie hoch geht der Aufwind? Oh nee, das reicht nicht. Oh, das reicht nicht für das, was ich machen wollte. Ach nö. Ey, ganz im Ernst? Ich bin schneller, wenn ich von dem Stern da oben einfach hier runterspringe, als jetzt da ständig mir irgendeinen Weg auszusuchen, wie ich da am besten hochkomme. Es kann doch nicht wahr sein. Da ist auch ein Bockblind drin. Also diesmal nicht. Diesmal befreie ich die Dinger nicht mehr. Das war ja die dümmste Aktion überhaupt, die ich da vollbracht habe. Ich will doch nur diesen blöden. Komm ich da. Aber so komme ich halt nicht hoch, weil es so rutschig ist, ne? Ja. Ich kann es auch nicht austricksen, ne? Keine Chance, nee. Nee, keine Chance. Okay, wir versuchen es mit Aufwind. Es geht mir so auf die Nerven hier. Komm, hoch da jetzt. So, also. Wir versuchen es mit Aufwind. Von hier aus müsste der reichen. Also von hier aus müsste der doch wirklich reichen. So. Ich habe halt jetzt ein bisschen Sorge, dass ich mich gleich wieder selber abfackel. Aber es wäre jetzt nicht so dramatisch, weil. Weil, nein. Weil, wir haben ja gespeichert. Ja. Nein, höher! Oh, yes! Es war so knapp. Der hat das gesehen, der Wind war schon wieder fast vorbei. Also, von Rivali Storm sind wir weit weg. Das ist nicht mal ansatzweise die Höhe. Oh mein Gott. Okay, let's go. Let's go. So. Zielsuche. Oh Gott, was muss ich? Was muss ich? Was muss ich hier bauen? Hier ist ein Baumstamm. Was? 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 Also soll ich jetzt was? Wenn ich das jetzt einfach hochjage, was passiert dann? Ach so. Das, was passieren soll, okay. Interesting. So. Da oben ist die Truhe.
Das sollte doch reichen für die Truhe. Das sollte doch absolut reichen, um dahin zu kommen. Ist doch kein großer Act. Come on. Oh, Link, ey. Danke. So ein Nanium-Punkt. Die Reichweite des verschossenen Pfeils und die benötigte Energie hängen davon ab, wie lange der Bogenschuss aufgeladen wird. Okay. Ein Bogen, der Sonau der Energie benötigt. Sehr interessant. Da schmeißen wir einmal einen starken Konstruktbogen weg. Und fotografieren den Kollegen auch gleich mal. Das wollte ich fotografieren. Sehr schön. Okay. So, zack. Gut, das da oben muss ich treffen. Haben wir jetzt eigentlich alle Truhen? Ja, also es geht nur noch darum, dieses Ding auszulösen und dann haben wir es schon. Muss nur noch dieses Ding auslösen. Naja, gut. Aber was genau? Der dreht sich. Ach so. So. Ach, Quatsch. Das war nicht der Plan. So. Oh. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber fast. Es sah lustig aus. Es sah lustig aus. So, jetzt aber. What the heck ist passiert? Ja, okay, ich bin dumm, das ist passiert. Mann, hallo. Der trifft immer noch nicht. Oh, weil er nicht an dem Ding dran ist, an dem er dran sein sollte. Ups. So. Da-di-da-di.
Kasse alles. Mein Gott, ey. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Ich will doch nur, ich muss es doch nur noch richtig ansetzen. Kriegen wir jetzt endlich den Treffer hin? Ach, komm schon. Okay, weißt du was? Ah, nee, das geht nicht. Nee, ich muss... Ah. Nee, der ist immer noch zu hoch. Junge! Du willst mich doch auch veralbern. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich von dem Ding gleich auf die Mütze bekomme. Sag mal. Sag mal, jetzt mal im Ernst. Kann doch nicht wahr sein. Trifft das jetzt bitte mal. Toll. So, jetzt reicht's. Wenn das jetzt nicht trifft, das ist jetzt direkt an dem Ding dran. Das ist nicht gut so. So ist nicht gut. So ist nicht gut. So, so muss funktionieren. Das kann doch nicht angehen. Junge, mal ist es nicht lang genug und dann ist es wieder... Ey. So. Jetzt reicht es. Wenn das jetzt nicht trifft... Ich hab zwar... Ich ahne, in welche Richtung das gleich laufen wird. Wir probieren es trotzdem aus. Ja. Es war... Ich geb's zu, es war leider zu erwarten. Aber das ist jetzt schlecht. Ich komme nicht mehr ran. Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Krieg ich den irgendwie gedreht? Oh je. Oh nee. Oh.
Das ist jetzt suboptimal, nenne ich jetzt mal. Ich wollte. Ah, ich. Okay, doch, ich habe eine Idee, wie ich meine Baumstämme zumindest wieder bekomme. Ich habe eine Idee, wie ich meine Baumstämme wieder bekomme. Also, so ein Blödsinn, ne? Und zwar. So komme ich ja nicht ran, ne? So, das. Das Rad kann ich ja scheinbar nicht drehen. Aber wo hänge ich denn? Ach so. Okay. Pass auf. So. Das muss doch jetzt aber funktionieren. Mein Gott. Warum denn nicht gleich so? So ein Quatsch. So ein Quatsch. Ey, was ein Part schon wieder, ne? Nummer 13. Vor allem, es gibt so viel, was ich machen will. Und ich, ah, ich will mit den Ori reden. Ich, boah. Ich will jetzt aber auch mal zu dem Labyrinth hingehen. Wir gehen jetzt mal vorsichtig in Richtung des Labyrinths, ja? Ganz vorsichtig nur. Einfach mal gucken. Ah, okay. Einfach mal gucken. Ach ja, ich wollte den Krog noch. Oh mein Gott, ja. Der Dude ist ja auch noch hier am Start. Ja, komm. Ich weiß... Och. Ja, jetzt shut the fuck up, danke. Ich sehe es halt kommen, dass das irgendeinen Kampf auf dem Weg geben wird. Irgendeine Scheiß wird... Weil der Weg ist selber nicht das Problem. Irgendeine Scheiß wird auf dem Weg passieren. Das ist mein Problem. Irgendeine riesige Scheiße. Weil das ist ja ein ganz normaler Weg. So, wo soll jetzt die Gefahr sein? Wenn ich auf dem Weg selbst, was leuchtet da drüben? Ach, der Stein hat nicht geleuchtet. Ah, ja, klar. Bruder!
Alter, die Exalfos-Dinger sind synthesetechnisch so crazy. Das ist ja nicht mehr normal. Da kommt gleich eine Lawine oder irgendeine Scheiße kommt hier gleich runter. Hä? Das ist denen ihr Ernst. Das war's. Einfach rübertragen. Ja, krass. Krasse Mission. Danke für die 2 Krogsamen. So, und wenn hier so ein Ding ist, ist dann hier auch wieder der Typ, der sein Schild aufstellt. Nee, der ist hier nicht, ne? Okay. Aber hier ist jetzt das Labyrinth. Nördliches Irrschloss. Hebraberge. Gibt's da einen Punkt hier hin, der mich hier hinbringt? Forschungstagebuch, Tag 1. Die Übersetzung der in Steintafel gravierten Sonorzeichen lautet wie folgt. Dem, der die Ringdrachen tief im Innersten des Labyrinths erweckt, das klingt sehr gesund, winkt reicher Lohn. Nachdem Tauro diesen Text entziffert hat, brach er zur Erkundung neu entdeckter Ruinen auf. Dies ist meine Chance, dem Geheimnis der Sonor-Zivilisation auf den Grund zu gehen. Ich habe meinen Vorrat an Hyrule-Tannenzapfer aufgestockt, um damit den Weg zu markieren. Auf geht's. Okay. Ich kann gar nichts lesen. Link ist einfach. Oh nein! Hier ist einfach Miasma überall. Da ist der Schrein. Müsste doch theoretisch reichen. Ah, verdammt. Naja. Es könnte schlimmer sein. Tag 2. Bislang konnte ich nichts Nennenswertes entdecken und die Kälte hier setzt meinem anfänglichen Enthusiasmus zu. Wenn die Sonau schon eine Inschrift hinterließen, wieso nicht auch gleich noch ein paar hilfreiche Hinweise? Und diese Steintafel am Eingang, seit wann steht sie eigentlich dort? Ich glaube fast, dass sie vor dem Kataklysmus noch gar nicht gab, aber vielleicht liege ich auch völlig daneben. Ja, der Kataklysmus hat Hyrule nachträglich verändert. So kann man das ganz gut erklären, was hier alles passiert ist. Ich will immer gucken, ob da drin ein Gegner ist oder nicht. Also, ob es sich lohnt, es aufzufrieren oder nicht. Ich hab aus meinen Fehlern gelernt. Okay. So rein wegtechnisch fühlt sich das jetzt noch nicht so falsch an hier. Aber mal sehen. Ja, hier muss ich jetzt theoretisch wieder den machen. Ja.
mächtiger Konstruktbogen. Ja, moin. 24. Dann schmeißen wir den starken Konstruktbogen weg. Oder den soll... Nee, den soll... Den hier schmeißen wir weg. Okay. Gut. Naja, dann machen wir halt mal Feuerchen. Wir haben ja Tanzzapfen bekommen, ne? Also, was soll's. Dafür haben wir sie halt jetzt. So. Ist nix, ne? Nee. Hier geht's jetzt eine Treppe hoch. Das ist schon mal sehr interessant, grundsätzlich. Ja. Ah, hier ist einfach mal eine Truhe. Okay, was gibt's hier Hübsches? Ja, gut. Haben wir jetzt halt schon auch, theoretisch. Aber dann schmeißen wir den Soldatenbogen nochmal weg. Okay. Aber das war jetzt leider nicht... gerade der grandiose Fortschritt, den ich mir erhofft hatte. Jetzt ist hier kein Feuer. Jetzt müsste ich wieder selber Feuer machen, ne? Na gut, wir machen selber wieder Feuer. Aber was ich nicht verstehe, man bekommt hier Tannenzapfen, aber man bekommt kein Feuerkram. So, wenn du jetzt nicht das Feuer dabei hast. Okay. Oh, warte. Vielleicht kann ich mir das. Vielleicht kann ich mir den Weg erleichtern. Warte mal. Jetzt habe ich so viele verknüpft, dass ich es nicht mehr rausbekomme, oder was? Müsst mich verarschen. Ah, geht doch. So. Na, es geht doch. Man muss sich nur helfen. Man muss sich nur zu helfen wissen. Da ist nix. Einfach der Weg. Wie lange sind wir schon? Okay, 44 Minuten. Was ist da drin? Da drin ist nur eine Waffe. Sehe ich das richtig? Wenn des Blutmonds Licht Alter, ich dachte gerade schon. Welt färbt,
Ja, shut the fuck up. Und die Zelda, die hier nämlich redet, die klingt auch nicht wie die normale Zelda. Deswegen glaube ich nicht daran, dass die Zelda, die man hier die ganze Zeit immer wieder sieht, dass das unsere Zelda ist. Na, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Daran glaube ich nicht. Ja, da ist eine Waffe, sage ich ja. Und zwar ein starkes Sonanium-Großschwert. Yo. Bei der Synthese mit Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffsscheibe. Okay. Sehr cool. Dann schmeißen wir dafür doch mal das normale Sonanium-Schwert weg, würde ich sagen. Zack. Beziehungsweise, was ist denn jetzt, wenn ich, warte mal. Wenn ich jetzt. Nee, warte. Ja, das hat funktioniert. Cool. Okay. Interesting. So. Da ist nichts Spannendes. Der ist ganz schön weit gekommen am zweiten Tag. Wir haben noch nicht das Tagebuch vom dritten Tag gefunden, ne? Muss man auch mal. Ach nee. Muss man auch mal sagen. So, was wollte ich gerade sagen? Ich bin sicher, ich werde irgendwas hier in diesem Labyrinth verpassen. Aber ich hoffe, es ist nichts dramatisch Wichtiges. So, was ist hier drin? Mir scheint nichts weiter. Okay. Oh. Da ist irgendwas drin. Könnte eine Truhe sein. Ah, da ist Nummer 3. Oh, lol. Und hier ist, glaube ich, dann das Ende. Ja, chillig. Schreckliche Kälte und die Furcht vor dem Miasma waren meine ständigen Begleiter, doch nun stehe ich kurz vor meinem Ziel. Der Gang hier muss einfach ins Innerste der Ruinen führen. Es sieht so aus, als würden sogar Lichter den Weg markieren. Ich bin mir sicher, schon bald den reichen Lohn in Händen zu halten, von dem auf den Steintafeln die Rede war. Die erhoffte bahnbrechende Entdeckung ist zum Greifen nahe. Ich schaffe das. Okay. So. Ja, dann müssen wir jetzt wieder Feuerding. Also, dass man hier die Tannenzapfen bekommt, ist ja cool. Aber das Problem ist halt, dass man hier nicht die. Das hat gut funktioniert. Aber das Problem ist, dass man hier halt nicht die Feuerdinger bekommt.
Und die brauche ich ja hier eigentlich. Die Tannenzapfen alleine nützen mir ja gar nichts. Dafür bräuchte ich mehr. Ja, Truhe, wie gesagt. Massiver Sonanium-Schild. Yo. Steigert die Energieeffizienz von befestigten Sonau-Bauteilen. Alles klar. So, jetzt könnte ich hier weiter und hier ist aber auch Weg. Aber ich will jetzt eigentlich nicht. Ich will jetzt eigentlich schon da in die Mitte gehen, ne? Und ich meine, den anderen Weg kann ich ja irgendwann mal nehmen, wenn wir uns vom Schrein hier wieder her teleportieren. Dann kann ich ja auch noch mich hier umgucken. Falls hier noch irgendwas sein sollte. Wir gehen jetzt da rein. Wir gehen jetzt da rein. Was kann schon schief gehen? Sehe halt noch irgendwas Kämpferisches kommen. Das ist so meine kleine Sorge. Okay, da komme ich auch so durch. Da drin ist nur so eine Nuss. Aha. Leiter. Ja, da muss ich auch hoch. Oh lol, jetzt kommen wir nach oben, oder was? Yo! We did it. Ich habe tatsächlich ein Relikt der Sonau gefunden, welch eine spektakuläre Entdeckung. Leider war die Freude von kurzer Dauer, denn es reagiert auf weder auf Berührung noch Sprache. Ja, das muss ich tun. Das muss ich jetzt tun. Ja, cool. Oh, hier geht's auch wieder runter. Ist das der Schrein, wo unten diese ganzen Dinger waren? Vor allem imagine einfach mal, man kommt hierher. Imagine, man kommt hierher. Und hätte einfach nicht mehr Feuer jetzt dabei, um den Schrein auszulösen. Als Herrscher der Eulen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich dir geöffnet. Besuche die westliche Seite des Labyrinths des Himmels. Ach du Scheiße. Okay. Besuche die westliche Seite des Labyrinths des Himmels. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Mann, ich krieg hier zu viel. So, zack. Was?
okay. Na, aber imagine einfach, man hätte jetzt nichts dabei. Das wäre irgendwie echt belastend. Das wäre irgendwie echt belastend. Lol. Okay. Ja, damit ist jetzt hier offen. Man kann hier jederzeit reingehen. Okay. Machen wir noch den Schrein, würde ich sagen, und dann schließen wir den Part ab. Denn das wird sicherlich nur ein Belohnungsschrein sein. Ja, und jetzt haben wir schon gesagt, ne, oben im Himmel ist auch nochmal so ein Labyrinth. Ja, Belohnungsschrein. Das sage ich ja. Nice. Diamant! 25 Angriffsstärke, aber ist ja natürlich Diamant, also wird verkauft. Der wird natürlich safe verkauft. Yo. Unser erster Diamant. Sehr nice. Prima. Plop. Okay, aber die gesamte Aufnahmesession haben wir es noch nicht geschafft, uns im Dorf der Orni umzugucken. Es ist traurig. Es ist sehr traurig. Ich habe so viel gesagt, was ich machen möchte. Ich habe noch fast nichts davon getan. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass im Himmel dann was ist, was das hier öffnet. Und wir das jetzt gar nicht hier finden werden. Ja, aber gut, dass wir dann zuerst hier waren. Excuse me? Was ist jetzt los? Waren da diese Handviecher gerade wieder? Und ich hatte einfach super Glück, dass ich gerade im Labyrinth... Die waren da nicht nur. Nein! Alter, ihr seid so ekelhaft, ne? Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht gut geht. Eieieiei. Okay, da taucht einfach dieses Ding an der Seite auf. Was zur Hölle? Bruder. Also, das kommt einfach komplett random. Kann das sein? So, zählt jetzt als abgeschlossen? Oder habe ich den, muss ich den nochmal... Nee, ist abgeschlossen, okay. Also, kommt es jetzt wieder, oder? Das ist da einfach, okay. Ja, good to know. Ja, diesmal nicht, Freunde. Diesmal nicht, Freunde. So. Eine wirklich krasse Attacke mache ich jetzt damit nicht, ne? What the fuck ist das jetzt? Was kommt das her?
Aber ich glaube, ich kriege ihm ordentlich zusetzen gerade. Also Bombenpfeile jucken die dann schon so ein bisschen. Diese Dinger. Ja, doch, Bombenpfeile jucken die. Ich bin so doof, ey. Ich bin so doof. Okay, neuer Versuch. Neuer Versuch. Das machen wir noch. Ich will jetzt einmal dieses Viech erledigen. Das machen wir noch. So, jetzt erstmal den richtigen Bogen auswählen. Ah ja, wir lassen den mächtigen Konstruktbogen. Das ist gut. Der passt. So. Dann wünschen wir dieses Viech schon mal willkommen. Und hauen das mal ab. Zum Glück geht das ja ganz gut. Hier hoch. So. Wunderbar. Jetzt kommt es aber nicht rein. Weil es dumm ist. Ja, du hast es gleich geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Kuckuck. Da hinten ist nicht so geil. Oh, sei halt nicht so dumm. Guck mal, hier bin ich. Das ist jetzt ein bisschen nah. Das ist jetzt schlecht. Ich glaube, das ist zu nah. Das ist viel zu nah. Ah, scheiße. Hier wieder rüber. Ja, genau, so müssen wir das lassen. Mann! Mann, meine schönen Bombenpfeile! Sehr gut. Ach, das sind die Eisdinger von da oben, die ich runter hier reiße, oder was? War's das? Was? Was für Phantom Ganon? Was für Phantom Ganon? Was? Das ist nicht, wo ich hin wollte. Oh mein Gott, Phantom Ganon. Ja, okay. Also, wenn man dieses Viech erledigt, kommt ein Phantom Ganon. What the heck? Das ist wohl noch nicht mein Kaliber. Also wenn man dieses Viech erledigt, kommt ein Phantom. Ja, okay, dann lassen wir den erstmal in Ruhe, den Kollegen. So, ist in Ordnung. Ach, hier taucht das auf. Lol. Ach so. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, aber wie gesagt, also da brauche ich mich jetzt nicht weiter drum kümmern. Da kann ich abhauen. Das ist Quatsch.
Okay, gut. Gut. Wir gehen. Wir gehen. Wir hören jetzt auf. Ich muss aufhören. Ich will nicht aufhören, aber ich muss aufhören. Okay, eine Sache probieren wir noch. Eine Sache probieren wir noch. Dann ist der Part XXL, aber ist nicht schlimm. Ist er eh schon. Ist er eh schon. Eine Sache probieren wir noch. Den einzigen Schrein, den ich bisher nicht gelöst habe. Den einzigen Schrein, den ich bisher nicht gelöst habe. Das kann nicht sein. Das ist nicht der Schrein, den ich nicht gelöst habe. Hä? Wo ist der Schrein, den ich nicht gelöst... Hä? Der ist es. Den habe ich nicht gelöst. Den habe ich nicht gelöst. So, und ihr habt mir geschrieben als Hinweis, mir wurde die Lösung ja praktisch schon gegeben. Das heißt, ich nehme an, dass die Dinge aufeinander waren. Das war schon richtig. Aber leider habe ich es halt dann versaut. Und das war dann halt das Problem. Das war dann halt das Problem. Muss ich jetzt hier nochmal... Ah, ich muss das alles nochmal machen. Okay. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Junge, tu halt nicht so dumm. Sehr gut. So, geht doch. So. Jetzt willst du einmal hier rüber. Auch. So. Und jetzt kriegen wir hier diese zusammengesetzten Dinger. So, da bin ich schon nicht hochgekommen. Da bin ich schon nicht hochgekommen. Ist es mein Scheiß Ernst? Das heißt, was der mir gesagt hat, war, wenn alle praktisch zu sind. So, wenn alle praktisch zu sind. Ich glaube, das ist das, was er mir mitteilen will. Habe ich einfach die meiste Sprungwahl. Aber habe ich das nicht ausprobiert? Also jetzt mal im Ernst, bin ich so dumm?
Habe ich das. Waren die immer alle offen und das hat deswegen nicht funktioniert? Bin ich einfach so ein Volltrottel? So, Real Talk. Deswegen. Habe ich das. Habe ich so die Variante nie probiert? Habe ich diese Variante nie probiert? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du doch keinem. Das kannst du doch keinem erzählen. Mein Problemschrein war das. Das war mein erster Schrein, der dann zum Problemschrein wurde. Das. Ach, das kannst du doch wirklich keinem erzählen. Ach, so ein Käse. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Ich glaube, das ist das hier, oder? Sieht so aus. Wollen wir da noch schnell hin? Vom Turm aus sind wir schneller dort, ne? Ja. Vom Turm aus sind wir schneller dort. Let's go. Komm, scheiß drauf. Wir holen uns die nächste Erinnerung. Wir holen uns die nächste Erinnerung. Ich will die Dinger sehen. Die sind so cool. Wir holen uns noch eine Erinnerung. Und dann ist gut. Und ich meine schon gesehen zu haben, wo die Träne ist. Ich meine die Träne schon erspäht zu haben. Das sieht schon ziemlich so aus, ne? Ja, wobei, jetzt wird es ein bisschen anders. Na, doch nicht so ganz. Das ist doch keine ausgefüllte Träne. Nee. Ach, scheiße. Ah, dann kann ich zumindest bisher ausschließen, dass er da ist. Nee, das sind ja nur die Vögel, das sind die Flügel, das ist ja nicht mal die Träne. Also, das ist ja nichts von der Richtung. Mist. Mist. Nee, nee, nee. Nee. Nee, da ist die nicht. Nee, da ist die nicht. Ah, schade. Nee, da ist die leider. Oh nein, das, ja, das war das jetzt ganz schlecht. Der Absturz ist jetzt ganz schlecht. Wir porten uns mal ganz schön wieder hierhin zurück und belassen es dabei. Danke fürs Zuschauen und tschüss.